Hallo und willkommen bei MPC. Heute möchten wir über das Thema Ethernet Connect 2.0 sprechen. Schauen wir uns die Themen an, über die wir reden möchten. Zum einen, was ist Ethernet Connect 2.0? Als nächstes eine grafische Übersicht, in der wir zeigen, wie das Ganze schematisch aufgebaut ist. Als nächstes die Leistungsmerkmale von Ethernet Connect 2.0. Und als letztes, wovon hängt der Preis von Ethernet Connect 2.0 ab? Gehen wir zum ersten Punkt. Was ist Ethernet Connect 2.0? Es handelt sich dabei um ein Standortvernetzungsprodukt der Deutschen Telekom. Das Ganze ist internetfrei, bedeutet, es läuft nicht übers Internet. Das Produkt ist sowohl lokal als auch national einsetzbar, also im kompletten Bundesgebiet verfügbar. Und man muss es sich vorstellen, als ob die Standorte wie mit einem LAN-Kabel einfach miteinander verbunden sind. In der grafischen Übersicht. Wir haben vier Standorte skizziert. Hier oben die Zentrale, Standort 1, Standort 2 und Standort 3. An jedem der Standorte gibt es zunächst einmal ein Remote Device, das heißt ein Stück Hardware. Als nächstes brauchen Sie einen Access pro Standort, den Sie entsprechend so dimensionieren, wie Sie von dem jeweiligen Standort Daten zu den anderen Standorten transportieren möchten. Zwischen den Standorten wird dann ein sogenannter EVC, eine Ethernet Virtual Connection, geschaltet. Diese Ethernet Virtual Connection gibt es in zwei Ausprägungen. Zum einen als EPL, Ethernet Private Line, und zum anderen als EVPL, Ethernet Virtual Private Line. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Ausprägungen der EVCs? EPL ist eine portbasierende Verbindung und EVPL ist eine VLAN-Verbindung. Schauen wir uns die Leistungsmerkmale von Ethernet Connect 2.0 an. Sie können Access-Bandbreiten buchen zwischen 2, 4, 8 Mbit und 1 Gigabit pro Sekunde. Die ersten drei Bandbreiten werden in der Regel über Kupfer realisiert und 1 Gigabit pro Sekunde wird über Glasfaser gebaut. Wichtig, die Access-Bandbreite wird mit einer Vertragslaufzeit bestellt und darauf können Sie dann sehr flexibel jederzeit die EVCs auf- und abbuchen. Diese sind verfügbar in einer Bandbreite von 1 Mbit pro Sekunde bis 1000 Mbit pro Sekunde. Bei den EVCs können Sie unterschiedliche Qualitätsprofile wählen, je nachdem, was für Applikationen, was für Daten Sie zwischen den Standorten transportieren möchten. Die Entstörung für das gesamte Produkt ist standardmäßig innerhalb 8 Stunden und das IP-Management ist vom Kunden selber durchzuführen. Wovon hängt der Preis von Ethernet Connect 2.0 ab? Zum einen natürlich von der Anzahl der Standorte und damit der Access-Anschlüsse und der Anzahl der EVCs. Zum anderen von der Vertragslaufzeit, die Sie für die Access-Bandbreiten eingehen. Das heißt, je länger die Vertragslaufzeit, desto günstiger der Preis. Und die Bandbreite ist natürlich entsprechend ebenfalls ausschlaggebend für den Preis. Wenn Sie größere Access-Bandbreiten, also zum Beispiel 1 Gigabit pro Sekunde, haben, dann ist der Preis höher, als wenn Sie kleine Bandbreiten, zum Beispiel 2 Mbit pro Sekunde, haben. Ja, die Bandbreite und die Qualitätsprofile für die EVCs ist der dritte wesentliche Parameter. Das heißt, je mehr Bandbreite Sie für die EVCs benötigen und je höher das Qualitätsprofil, was Sie haben, desto teurer wird das Ganze. Wenn Sie weitere Fragen haben zum Thema Ethernet Connect 2.0, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos.